schönen guten Morgen. Wir sind irgendwo mitten im Nirgendwo. Also schlimm ist es gar nicht. Wir stehen direkt an der Grenze Italien-Frankreich. Colle di Maddalena herum. Ja, und da ist heute nicht so viel los. Recht ruhig alles noch. Und ich kriege es heute auch mit. Deut einmal ein Größer. Wir fahren heute auf eine Militäranlage raus. Auf. Die ist, ich glaube, 18. Jahrhundert baut man oder so um den Dreh. 18. 19. Jahrhundert in Frankreich. Ich sprichst aber schwer auf, Verassu oder Verassu, oder wenn man dazu sagt. Ich weiß es nicht genau. Ich auch nicht. Die Auffahrt selber, packen wir mit den E-Beachen so, haben so ungefähr 1200, 1900, 9300 Höhenmeter. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Die Gloria kennt das ja schon. Auf jeden Fall, ich bin echt geflasht von der Gegend da, was da los ist. Also das ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Wir stehen jetzt seit 10 Minuten rum, alles schon zusammenpackt. Und es ist einfach nichts. Einfach gar nichts. Chiuso. Nix. Gar nichts. Ja, gehen wir Radl fahren. Aber das sieht man nicht. Ja, man sieht's. Heute ist kalt. Das ist richtig kalt. Wir haben genau das Pech, dass genau die Wolken an uns sind. Es ist auch schon ein bisschen wärmer. Boah, endlich! Nachdem das ins Balkonparteile zugefahren sind, haben wir Sonne. Aber ich bin so langsam, weil alles noch so gefroren ist. Oh, fein. Das hat jetzt lang gedauert. Und es ist immer nur kälter geworden. Jede Kurve nur frostiger. Wow, die Aussicht vor uns, so geil. Wunderschön. Wow. So, jetzt haben wir kurz einen Aussichtspunkt. Gibt es sicher einiges zu entdecken. Wow. Man sieht nämlich schon was, ja. Links ragt schon Panzergruppe. Und der rechts oben ist auch wieder ein Bunker. Wow, krass. Heftige Teile. He. Ja gut, da haben wir jetzt das Teil für uns. Heftig. Heftig, heftig. Krass. Sicht, da geht es auch noch voll weit nach, dass man nicht nachgekommen ist. Ja, die haben es echt ein bisschen krasser einfach nur gebaut. Und zwar gehen die Schießlöcher, oder die Schießscharten, überhaupt auf den anderen Berg, wo wir da hinten sind, einfach auch noch fette Teile. Aber nicht, dass man sich die eigene Mannschaft oder die eigenen Männer anschießt, sondern falls jemand da drüben das erklimmen wollte, haben wir da dann ja die Bomben hinballern. Lehrerin Vicky. Es war aber das nie in Betrieb. Stimmt? Passt. Genau, von dem her ist da Gott sei Dank nichts passiert. Ja, da sieht man es. Fuck! Boah, ist das ein Riesenteil. Ja. Das schaut echt so aus. Ja, brutal. Wow. Ja, da zahlt sich selber ein Chaos. Ja, holprige Partie da.
Und da vor uns spielt sich gerade so was Krasses an. Wenn wir das nach in der Sicht zusammen sehen, das ist einfach nur vorne wird. So, der Zahn der Zeit nackt an allen, auch an diesen Kasernen. Eine irre Anlage war das. Und teilweise noch relativ gut beieinander. Also mit Dach und allem haben sie sich noch bemüht, dass das hält. Ja, und teilweise verfällt es halt. Liegt jetzt da auf 2,5 ungefähr. Bei uns geht es noch weiter auf den Gipfel rauf. Zur richtig fetten Anlage. Also die ist ganz oben. Und geht jetzt auf so einen schmalen Pfad rauf. Bis jetzt perfekt mit dem E-Bike. Atemberaubende Landschaft. Wir brauchen zwar dreimal so lang, wie es ist, weil es einfach so zum Innehalten ist und zum Ausschauen. Es ist crazy einfach. Und ja, aber auf jeden Fall genießen wir es. Auf jeden Fall. Wow! Der Weg ist immer super beieinander. Geht total gut. Oh, schau sich bitte die Landschaft zu. Ja. Mit dem blauen Himmel ist aber kitschig. Ja. Jetzt sind wir schon fast herum und es wird einfach immer bombastischer. Die Aussicht, heftig, wow. Und ihr seht, der Weg herum ist einfach, ja, es ist null. Er wird immer leichter, wie geil ist das. Da oben sieht man schon die Stellung. Da sind wir. Krass. Wow, um den Beinenschwenk quer zu genießen. Das ist atemberaubend, was sich da ausspielt. Oben sind wir. Wahnsinn. Einmal jetzt auf dem Punkt, auf der Seite. Ne? Wahnsinn. Wie atemberaubend schaust du bitte aus. Es ist echt heftig. Ja, ohne Worte. Schaust du mal, was sich hinter uns aufspielt, bitte. Das ist ein Stacheldraht, aber das ist nicht irgendein Stacheldraht, sondern das haben sie. SB-Rollen sind das. SB-Rollen. Das ist wahrscheinlich, was das ist. Auf jeden Fall, das sind echt. Ja, da möchte ich nicht reinkommen. Wie krass schaut das aus. Komplett alles zu. Schaut nur heftig aus. Als. So, ich schau jetzt mal die Seite um. Boah, brutal. Und schau es mir da oben bitte. Also die haben es echt ernst genommen. Boah. Hilfe. Schaut echt krass aus. Und von da unten sind wir gekommen, von der Kaserne. Den ganzen Weg auf. Wow. Und für uns geht es dann den ganzen Weg auch ins Tal. Jetzt bin ich einmal die Runde umgegangen. Ja. Ohne Worte. Wie geil. Aber was ist das bitte? Ein paar heftiges Bauwerke. Oh, das sind Mauern, da fahren sie echt zum Aussehen. Das sieht man aber klar. Wir Menschen sind im Gegensatz zu den Riesenteil. Wow, was haben die geleistet? Atemberaubend. Es ist alles zu. Man kommt nicht rein, wieso auch immer. Sogar mit neuen Stacheldraht teilweise zugemacht. Aber. Bonjour. Bonjour. Kreatur de Trail. Hoffentlich sind keine Franzosen dabei. Die werden da was anderes erzählen gleich.
Ja gut, ich habe gesagt, dass die einen Trailbad haben und die da gern zwei Weißwein trinken. Ist ja nicht verboten. Passt. Holen wir mal ins Bikes, oder? Ich habe noch schon kein Französisch gehabt wie du in Frankreich, gell? Oder kannst du Französisch? Bonjour. Ja, bei der Aussicht geht ins nichts an. Zum Jausen außer ein Brot. Wir sind so Heldner. Heute haben wir nämlich ein bisschen mehr Zeit einmal zum Jausen am Gipfel. Die letzten Tage waren relativ knapp, echt knapp, dass wir auch noch im knappen Zustand dann um 8 Uhr oder so daheim waren. 2 Minuten, 3 Ja, es ist echt gut gegangen. Wenn man den Tag richtig gut ausnutzt und genau deswegen heute einfach was perfekt was ist. Wir haben natürlich keinen Supermarkt, der was irgendwie offen gehabt hat, weil wir ein bisschen ja, nicht mehr zur Hauptsaison da sind und auch das Dorf nicht gerade das Gras ist, was natürlich voller Vorteil ist, weil wir es total fein und ruhig und nett haben. Man muss aber sagen, zu dem Preis, was bei uns so eine Wohnung kauft, kauft da unten ein ganzes Dorf, ein ganzes Teil von einem Dorf, wo die Preise. Da haben wir halt verkauft, das ein Haus gebaut mit Steinen. Offener Dach steht in ihr Foto, 11.000 Euro. Unbelievable. Ja, unvorstellbar. Ja, das kannst du einfach voll nett herrichten. Das ist voll nett herrichten. Ja, also ist schon perfekt. Ja, genau deshalb gibt es bei uns einfach nur oder hat es gegeben Salanettis und einen Dosenaufstrich ohne Brot. Hat auch geschmeckt. Macht Spaß. Trennkost. Auch noch. Trennkost. Nimm jetzt so. Ja. Schreib es in die Kommentare, ob du es glaubst oder nicht. Trennkost ist gesund, sagen sie aber. Da gibt es ja die Kur, wo es nur Wasser und Brot ist. Ich esse halt nur Fleisch und Wasser. Und Schokolade ein bisschen. Und ein bisschen an Kuchen mag ich gern. Magst du auch gern. Und ein Cappuccino. Und Croissant. Boah, die Liebe. Ja, genau. Heute hat es zum Frühstück schon richtig gute Croissants gegeben. Frisch, warm, einfach perfekt. Er war so voll wie im Auto bei dir eingeschlafen, weil so viel Zucker drin gehabt hat. Er hat voll auch gehabt. Ja, brutal. Genau, so viel zu unserem Essen. Wir sind so gut dran. Ich bin da Deswegen fragen wir uns also. Stimmt, da steht ein Radl. Wow. Ich hoffe, dass es mit dem E-Bike die Entwicklung weitergeht, dass wir noch mehr essen können. Genau. Passt. Alright, der Chavadeau von Frankreich, wie wir ihn jetzt getauft haben, wartet auf die Abfahrt. Schaut euch das bitte an. Irre! Wir haben genau über uns voll das krasse Fenster. Das heißt, Megasicht. Da geht es jetzt euch bis zu der Ruine, oberhalb von der Ruine dann. Wieder weg. In Summe sind es 1200 Höhenmeter. Feinster Trail. Flow pur, wenn wir es uns verdient haben. Ja. Endlich geht es uns auf. Lange Planung, lange am Schirm. Seit 3 Jahren habe ich den Berg aber Vorrang geschoben. Jetzt machen wir ihn. Also lassen wir es krachen, oder?
es gibt nichts, was es nicht gibt. Und zwar dazu, was ist passiert? Ich habe verloren, sondern ich habe einfach alle Schrauben verloren von der Motorschutzplatten. Genau, von der Motorschutzplatten. Die kleinen Schreifer sind irgendwie auch verloren gegangen, dann hat sie die Motorschutzplatten weggehauen. Gott sei Dank auf dem Weg geflogen. Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich nicht drauf gefahren. Von dem her ist noch alles ganz. Aber ich habe keine einzelne Schraufe mehr. Nein, hat er mich gar eingegriffen. Ja. Sollen wir das irgendwie so stabilisieren? Ich hoffe, das hebt jetzt. Und jetzt muss er ohne Motorschutzplatten rauskommen. Da wäre noch mal gut aus, aber es nutzt dabei nichts anderes. Nein. Krass. Hoffentlich, oder vielleicht finden wir Schraufe in der Werkzeugkiste, wo wir verwenden können. Sie hebt dabei so hoffentlich und dann. Ja. Vor allem ist es total einfach, weil es durch Schrauben finden. Bei so einem Weg. Shimano EP8-Motor. Genau. Irgendwo liegen die Schrauben. Irgendwo links. Ja. Okay. Und das Beste, jetzt oder? Geht schon wieder weiter. We'll be right back.
Richtung Auto, da wo es relativ langweilig ist. Hallo? Okay, er ist relativ langweilig, wenn man das sehen kann. Ja, es geht einfach auf Asphalt zurück. Dann sind wir schon wieder beim Auto. Ja! Zeit hättest? Ja, es war eine Wahnsinnstour. Absolut cool. Unbeschreiblich. Also wir waren jetzt ja oft in Frankreich schon Radl fahren. Immer wieder Highlight. Und das mal ganz besonders mit den Lost Places. Und vor allem, dass wir effektiv zwei Leute getroffen haben. Das waren zwei Jäger. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ja. Wenn ihr wollt, was in die Kommentare schreiben. Gerade auch wenn es so Sachen sind über Bauten in die Alpen oder so. Vielleicht wisst ihr jetzt da was. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.